Das war zu viel für den ersten Tag. Ja, das ist wenigstens bis ins Bett irgendwie. Naja. Draußen taucht die Sonne gerade zwischen den Häuserschluchten auf. Neben Wilma rührt sich jemand. Was? Was? Das war jetzt ein Settingwechsel, oder? Das sieht ja aus, als ob die nach einer durchgezechten Nacht hier. Wie viel haben wir getrunken? Ich fühle mich gar nicht betrunken. Das können nicht meine sein. Oha. Die könnte ich mir nie leisten. Ist das mein Kleid? Was haben wir gemacht? Nun ja. Ah, das ist Arthur. Wilma? Hey, bist du wach? Vielleicht. Ach du, es ist schon spät. Wie können wir hier sein? Ich war doch gerade eben noch. Ich muss los. Bleib doch noch ein wenig. Bei mir. Ich muss wirklich gehen. Man erwartet mich zurück an der Fakultät. Aber es ist doch deine Fakultät. Ja. Ja, du bist meine Studentin. Eigentlich sollten wir gar nicht zusammen sein. Ist es das, was wir sind? Studentin und Lehrer? Und draußen dringt das Läuten der Kirchenglocken herein. Schon 6? Ich bin schon zu spät. Was kann denn so dringend sein? Ich bekomme heute Schönbergs Beitrag zum Konzert. Ich muss da sein. Oh, es wird großartig. Arthur, wir sollten reden. Stell dir nur ihre Gesichter vor, wenn dein Werk ertönt. Was machst du? Stell dir vor, wo du in einem Jahr sein könntest. Und er drückt ihren Arm. Hör auf, du tust mir weh. Die Zukunft der Musik. Nein. Au. Arthur. Nein. Und ich glaube, das Ganze war ein Traum. Tag 2. Naja, es ist immer noch dunkel. Es war nur ein Traum. Nur ein Traum. Arthur, endlich war ich mit dir zusammen. Ich will. Nein. Ich muss diese Komposition schreiben. Aber wie beginnen? Ja. Los, Wilma, konzentriere dich. Du hast das doch früher schon geschafft. Als könnte Inspira Alles könnte Inspiration sein. Ist die Frage. Tonale. Mannigfaltigkeit, Notenblätter, unvollendete Komposition. Nehmen wir erstmal die, oder? Eine alte Komposition von Arthur. Ah, okay. Kästchen. Hilft uns unsere eigene Geige. Eine Melodie. Natürlich. Ich spiele einfach. Die Musik wiederholt sich. Die Muster, Tonfolgen und Rhythmen, die Wilma schon etliche Male gespielt hat. Nie wirklich überraschend. Beinahe schon langweilig. Scheint uns leider nicht weiterzubringen. Die Töne klingen noch lange später in ihrem Kopf nach. Erinnerung an all die Male, wo sie, wie jetzt, dastand und nur spielte. Sie notierte Harmonien.
Vielleicht ist jetzt deren Zeit gekommen. Okay, also die Geige hat uns weitergeholfen. Wilma schreibt die Harmonie auf. Was war das? Ich kann die Melodien nicht hören. Das sind mehrere Geräusche. Es geht nicht. Ein mächtiges Brausen. Ein gnadenloses Quietschen. Ein markerschütterndes Knarzen. All diese Geräusche lenken mich ab. Der Wind zerrt an der Hütte. Der Balken knarzt. Die Fasern im Holz biegen und brechen. Das Geräusch verschwimmt und verblasst. Okay, wir nutzen es aber anscheinend für unsere Komposition. Ich kann die Melodien nicht hören. Das sind mehrere Geräusche, es geht nicht. Ein mächtiges Brausen, ein gnadenloses Quietschen. Und wo kommen sie? Okay, wir haben das. Im Tal stürmt es laut. Ich kann mich bei all diesen Stürmen und Brausen nicht konzentrieren. Vielleicht kann ich draußen den Sturm ausblenden. Okay. Das Rauschen kommt von hier draußen. Der Regen und der Sturm sind so laut. Ich bin froh, nicht dort draußen sein zu müssen. Dichte Wälder. Ein Wunder, dass ich mich nicht verlaufen habe. Man kann von hier aus gar nicht ausmachen, wohin die Verbindung geht. Die Berge drohen nur so herein. Irgendwo dahinter ist Wien. Und noch weiter weg, zu Hause. Der einzelne Tropfen kommt von hoch oben herab. Erst leise rauscht er runter und donnert auf die Erde. Donnert auf Blätter, Halme, Steine und in mein Ohr. Der Hall verschwimmt und verblasst. Und plötzlich ist es stiller. Okay. Seltsam. Warum hat Arthur Blumen hier oben? Die Wolken stehen noch immer drohend am Himmel. Sieht nicht so aus, als wäre der Sturm bald vorbei. So, können wir noch irgendwas? Ich glaube, das Rätsels Lösung war der Himmel. Die Lampe. Das Quietschen sticht unter die Haut, in den Schläfen. Da ist es wieder. Immer schon hörbar, bevor es noch da ist. Ich kann es ausblenden. Ich weiß, ich kann. Das Geräusch verschwimmt langsam, wird ganz normal, verblasst und ist weg. Endlich kann ich anfangen zu schreiben. Oh nein, jetzt haben wir endlich die ganzen Sachen ausgeblendet, umgeformt in Teile einer Melodie und es klingelt wieder. Hallo? Wilmar. Ich bin es, Leos. Sie erinnern sich doch an mich. Aber natürlich. Warum rufen Sie an? Ich, um ehrlich zu sein, ich wollte Ihre Stimme wieder hören. Ich habe Ihnen von mir, meiner Nichte und von Knödeln erzählt, aber ich habe gar nicht nach Ihnen gefragt. Das war unhöflich von mir. Sie wollten meine Stimme hören? Warum? Ja, es tut gut, Ihre Stimme zu hören. Sie erinnert mich an jemanden. Ihre Nichte? Ja, Nicole. Vor einigen Jahren
bate mich meine Schwester und ihr Ehemann, mich um sie zu kümmern. Sie reisen sehr viel im Laufe eines Jahres, aber sie wollten ihre diese Strapazen nicht anmuten. Ich habe mich bemüht, aber wo ist sie jetzt? Was ist passiert? Ich habe es einfach nicht geschafft. Ich meine, ich habe sie sehr gern und wir waren uns sehr nah. Aber eine Gastwirtschaft zu betreiben und mich um sie zu kümmern, ich habe es einfach nicht unter einen Hut gebracht. Letztlich ist sie ihren Eltern nach Wien gefolgt. Aber es ist wohl besser so. Wer kümmert sich um Nicole, während ihre Eltern auf Reisen sind? Ein Kindermädchen, soweit ich weiß. Eine gewisse Frau Schmoll. Ich kenne die Dame nicht. Vermissen Sie Nicole? Ja. Als wäre sie meine eigene Tochter. Ist es besser für Sie? Ich bin mir nicht sicher. Ich nehme es an, oder? Warum rufen Sie Nicole nicht an? Das wollte ich doch. Dazu habe ich mir diesen Apparat überhaupt erst geholt. Und dann, naja, haben Sie abgehoben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Sie sollten es tun. Meinen Sie? Wenn Sie es nicht tun, könnten Sie es bereuen. Ich. Jede Stunde, Minute, Sekunde, die vergeht. Einen geliebten Menschen ihre Gefühle nicht mitzuteilen, könnten sie bereuen. Und sie gibt ihm gerade Tipps, die sie selbst nicht einhält. Man bedenke die Situation mit Arthur. Vielleicht werde ich es tun, vielleicht kann ich es irgendwie gut machen. Ach, genug von mir. Was ist mit Ihnen? Haben Sie Familie? Was machen Sie beruflich? Was ich beruflich mache? Studentin, sofern man das als Beruf bezeichnen kann. Was studieren Sie denn? Komposition. Gibt es Lieder, die ich kennen könnte? Nein, nicht wirklich. Und das enttäuscht uns. Wir wären wahrscheinlich gerne erfolgreicher. Ich beginne gerade erst, mir in Wien einen Namen zu machen. Was machen Sie dann oben in den Bergen? Ich versuche eine Muse, meine Muse, zu finden. Sie versteckt sich vor mir. Sie versteckt sich in den Bergen? Sie versteckt sich irgendwo. Vielleicht draußen, im Sturm. Musen können trügerisch sein. Für einen Moment taucht eine Melodie in ihrem Kopf auf. Moment, was war das? Was? Ich dachte, ich hätte gerade was gehört. Sie haben etwas gehört, gerade eben? Ja, doch. Was haben Sie denn gehört? Eine Melodie. Das verstehe ich nicht. Können Sie das nochmal machen? Was nochmal machen? Etwas erwidern und dann nichts sagen. Ja, Nein, das war's nicht. Reden Sie weiter. Na gut, ich rede mit Ihnen. Ich werde versuchen, weiter zu reden, aber ich weiß nicht, worüber. Soll ich vielleicht wieder von meinen Knödeln erzählen? Hab ich Ihnen etwas über mich erzählt? Meinen Beruf? Ja, Sie sind eine Musikerin. Ja, das ist es. Was? Die Melodie. Ich kann eine Melodie hören. Na dann schnell, schreiben Sie sie auf. Auf Wiederhören. Die Noten entgleiten. Oh nein, ich hatte es fast. Du musst der Melodie ein wenig Zeit lassen. Es ist ganz still. Und plötzlich
hört sie den Klang seiner Stimme wieder. Danke, Leos. Ich kann meine Augen kaum mehr offen halten.